Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Zuschauer. Wir sind hier wieder bei Let's Play Pokémon Platin auf der Eiseninsel. Und warum ich guten Morgen sage, ja, bei mir ist es gerade 8:45 in der Früh. Und wir kämpfen uns heute durch die Eiseninsel. Und bei Bedarf werde ich den Part auch ein bisschen überziehen, weil ich die komplett machen will. So. Ich habe schon gesehen, dass unser Pokémon-Team nicht mehr ganz so fit aussieht. Moment mal, wo ging es hier nochmal lang? Jetzt muss ich mich nochmal orientieren. Ja, genau hier wollte ich zuerst hin, weil hier gibt es ein paar Items zum Holen. Und ein paar Trainer zum Verkloppen, nicht zu vergessen. Ich habe gesehen, dass unser Chris leicht K.O. ist. Welches Level ist denn der eigentlich schon? 38, okay. Der braucht dann erstmal kein großartiges Training mehr. Ich werde unseren Neo mal nach vorne stellen. Der ist vom Level her gerade her noch am niedrigsten. Natürlich kommt genau jetzt ein Elektro-Pokémon. Und dann auch noch Level 37. Das kriege ich wahrscheinlich nicht mal mit einem Surfer gewonnen-hitted. Ich habe aber jetzt auch sonst nicht wirklich was, was ich da reinwechseln will. Ach komm. Probieren wir es einfach. Vielleicht wird es ein Volltreffer. Und das überleben wir ziemlich sicher nicht, weil so ein Donnerblitz von einem Raichu tut weh. Ja. Dann machen wir es halt auf die gute alte Art. Kämpfen wir es halt eine Zeit lang mit Wupan hier durch. Ach nee, ging es hier doch schon weiter? Ja, hier ging es schon weiter. Okay, dann muss ich doch den anderen Weg zuerst gehen. Ich habe da unten gerade den Aufzug gesehen. Okay, Moment, dann klappern wir die nach hinten zuerst ab. Da haben wir einen Camper. Ein Griffel. Okay, wenn ich hier schon mit Wendigo kämpfe, der fast tot ist, dann heilen wir uns wenigstens einmal kurz. Kannst du nicht irgendwie physisch angreifen? Das wird mir wesentlich weniger wehtun. Eine Agilität macht er. Damit ist er jetzt definitiv schneller als ich. So, da gibt's XP. In Bujelinia, da bleiben wir doch erst recht drin. Auch Sternschauer. Habt ihr nur noch spezielle Attacken hier oder was? So, das hat wenigstens für einen One-Hit gereicht und ich glaube, ich muss die anderen zwei jetzt echt mal wiederbeleben. Bei wie viel Trainer kommen jetzt noch, bis ich zu Urs komme? Allzu viele sollten das jetzt eigentlich nicht mehr sein. Ups, das wollte ich jetzt nicht machen. Ganz vergessen, dass er das kann. Ich wollte ihn eigentlich nach hinten stellen. Na gut, wenigstens war ich noch nicht zu weit drin. Ich sollte nicht morgens in der Früh aufnehmen. Okay.
Machen wir es mal so. Bis zu Urs ist es ja sowieso nicht mehr weit und der heilt mir dann sowieso alles. So. Ein Schützer für den Fall, dass wir irgendwie ein Rizaros entwickeln wollen. Das wir aber gar nicht können, weil wir das dafür immer noch tauschen müssten. Ein Gelbstück. Okay. Also vielleicht kriegen wir irgendwann genug Stücke zusammen, dass wir mit den Attackenlehrern vielleicht mal was Sinnvolles anstellen können. Dann haben wir hier ein Fluchtseil. Die sind jetzt mehr oder weniger unnötig, da wir sowieso eine Schaufel haben. Glück habe ich genug Schutz. Ein Beleber. Ach ja, hier war das, wo man hier nochmal diesen optionalen Raum da extra hatte. Moment. Aber ich gehe erstmal ganz kurz zu Urs. Ich brauche meine Pokémon wieder mit voller Gesundheit. So. Okay, dann machen wir hier mal schnell diesen Doppelkampf. Einfach damit wir wieder unsere Pokémon voll geheilt kriegen. Wir haben 5 Pokémon. Das kann dauern. Wenigstens ist ein Lucario Level 41. Okay. Und Level 38 für Wupan. Oha, das hat sogar fast gereicht. Geben wir dem mal den Finisher. Viermal reicht sogar. Dann wäre es super. Natürlich triffst du nur dreimal. Okay, der haut zumindest nicht auf mich. Das, obwohl ich geschwächte Verteidigungswerte hat und es auf Lucario nicht effektiv ist. Das ist mal wieder sehr schlau von der KI. Wir das auch. Dieses Lucario ist echt verdammt stark. Ich denke, wie stark Onix Verteidigungswerte sind. So, eins müssten sie noch haben. Oh, ein Stalos. Gut, da gehen wir wieder mit dem Nahkampf drauf. Wobei ich hätte eigentlich mit dem Feuersturm drauf gehen können, fällt mir gerade ein. Aber gut, das Lucario wird es jetzt sowieso finishen.
Der Nahkampf trifft wenigstens sicher. Und das ist Level 39 für Wupan. Okay, jetzt sind unsere Pokémon wieder geheilt. Das finde ich gut. Okay. So. Dann räumen wir hier noch mal ein bisschen auf. Arbeiter Bertie. Wieso kommt Neo eigentlich immer gegen die Elektro-Pokémon? Kann mir das mal jemand erklären? Auf jeden Fall haben wir hier Level 37. Will ich wechseln? Nee, Neo ist immer noch der Schwächste im Team. Der muss jetzt mal ein bisschen trainiert werden. Magnetilos kriegt er wenigstens mit dem Surfer gewonnen. So. Hier haben wir ein Elixier. Dann hauen wir den hier auch nochmal. Der hat wenigstens noch ein Pokémon und ein Stalos. Okay, das kriegen wir gewonnen, hätten mit dem Surfer. TM23 Eisenschweif. Ja, warum nicht? Da hinten war irgendwo ein verstecktes Item, oder? Ja, ich stehe drauf. Ein Sternstück. Zurück zu Urs. Hier haben wir einen Finsterball. Dum, dum, dum. Und ein Magnet. Okay, den habe ich schon ewig gesucht. Dann habe ich jetzt endlich mal ein sinnvolles Item. Ups, nicht hier. Kommt davon, wenn man zu schnell drückt. Kann mir Chris jetzt endlich mal ein gutes Item geben, das er auch wirklich brauchen kann. So, hier wieder den Doppelkampf ausnutzen. Solange wir mit dem Partnertrainer da sind. Erstmal eine Wasserdüse. Surfer will ich hier nicht machen, weil ich damit auch das Lucario von ihm verletze. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass er entweder eine Force Palm oder eine Knochenharz auf das Magnetilo macht. Jupp, die Force Palm. So. Hier kommt noch ein Kleinstein.
Und ein Macholo. Ich werde jetzt einfach trotzdem auf den Surfer gehen. Ein Surfer überlebt das Lucario ja locker. Und damit kriege ich das Macholo auch schon mal so weit beschädigt, dass er es locker jetzt weghauen kann. Eine Metallklaue. Und Level 38 für Neo. Und da kommt ein Mashok. Und ein Georok. Ein Surfer überlebt das Lucario noch. Das heißt, machen wir. Wird eh alles geheilt, also keine Rücksicht auf Verluste. Oha. Der überlebt das sogar. Na gut. Aber vom Rückstoßschaden haut er sich selber um. Ich habe doch hier irgendwo noch Topschutz gesehen, oder? Ja. Und da mein Top-Trank. Okay. Momentan noch keinen Unterschied zwischen Hypertrank und Toptrank für unsere Pokémon. Die haben so oder so noch hat sowieso so oder so noch niemand mehr als 200 KP. Dafür bräuchten wir sowieso irgendwas Richtung KP Base 130 und Level 50 dann schon. Hier mein Purpurstück. Die zwei machen wir dann auch mal. Das sind zwei Astrainer, die sollten ein bisschen schwieriger sein. Die Astrainer in dem Spiel sind ja wenigstens wirklich stark. Na, mal schauen, wie viele Pokémon habt ihr denn? Die haben sogar 6. Schlaphorn und Morlord. Na gut, Schlaphorn hat hier wenigstens noch keinen Kampftyp. Aber gut, ich werde jetzt hier erstmal mit dem Blizzard. Natürlich, beide gehen daneben. Ist ja sonst kein Problem und so. Okay, da haben wir wenigstens die Agilität wieder komplett gekontert. Eine Amnesie vom Morlord. Okay, dann auf das Morlord hau ich gar nicht mehr. Erst irgendwie mit speziellen Attacken drauf. Da müssen wir jetzt physisch drauf. Ja, und jetzt erst recht. Okay, das Kirlia bietet sich jetzt hier zu sehr an, um es wegzucrunchen. Und das ist Level 39 für Neo. Und Whirlpool will er lernen? Nee, danke. Brauchen wir nicht. Heute ist Attacken daneben G-Tag, oder? Ein Meditalis. Okay. So, dann haben wir schon mal das Morlord da weg. Turmkick, das sollte glaube ich sogar für einen One-Hit reichen. Ja. Dachte ich mir. So, jetzt ist es 2 gegen 1.
Aber dann brauche ich wenigstens mir keine Gedanken mehr machen, wenn ich beim Surfen noch irgendwas neben mir erwischen müsste, weil das tue ich jetzt nicht mehr. Okay. Gedankengut. Okay. Und ein Staraptor kommt da noch, okay. So. Das machen wir wieder mit dem Surfer. Okay, es tut weh. Aber das reicht nicht für einen One-Hit und Wirbelwind. Alles außer BD fast, dann bin ich zufrieden. Okay, Luxtra. Dann kriegen die beiden jetzt erstmal einen Bedroher. Jetzt verreckt mir die Thales am Sandsturm. Okay, der kommt noch zuerst. Der Staraptor ist ein bisschen schneller als Luxtra. Das sind 30 Init-Passes-Punkte Unterschied bei denen. Das machen die zwei Level auch nicht mehr. Okay, da sind noch ein paar Trainer, die würde ich aber gerne noch mitnehmen. Hier ist doch ein Item, oder? Ja, es schlägt zumindest an. Oh. Ja, jetzt stehe ich drauf. Die Eisentafel. Okay. Im Zeit und Raum miteinander zu vereinen, wurden drei Wesen geboren. Hier haben wir noch ein Item, ein Hyperball. Die zwei Kampftrainer, da würde ich jetzt gerne noch machen. Und weil Chris jetzt der Einzige ist, der noch nicht Level 39 ist, stelle ich den jetzt mal wieder nach vorne. So. Hier haben wenigstens nur zwei Pokémon. Toxicroak und ein Meditalis. Beides Kampf-Pokémon. Ich hau jetzt erstmal auf das Meditalis drauf. Gut, dass du das auch machst. Geberei. Ja. Gibt einen guten Grund, warum diese Attacke mittlerweile verboten ist. Im CP. Tiefschlag kann er auch noch. Aber wenn die Attacke durchgeht, dann tut es ihm weh. Lucario mit verdoppeltem Angriff ist nicht witzig. So. Jetzt haben wir hier alle Trainer besiegt. Dann gehen wir weiter zu den Galaktikern. Jetzt verstehe ich. Ihr seid dafür verantwortlich, dass die Pokémon so unruhig sind. Es schert mich nicht, welche Gründe ihr dafür habt, aber ich lasse nicht zu, dass ihr in meiner Mine Probleme macht. Wir sind Team Galactic. Wir nehmen uns die Pokémon, die wir wollen. Ist das nicht so, Partner?
Du sagst es, Kumpel, genauso machen wir es. Wir schnappen uns alle Pokémon von dieser verrosteten Eiseninsel. In Freude und Leid sollt ihr euch beistehen, heißt es. Auf diese Weise leben Trainer und Pokémon in Sinnoh. Ich lasse nicht zu, dass jemand diesen Verhaltenskodex bricht. Los, Lucius, diesen Kampf dürfen wir nicht verlieren. Und da kriege ich mal wieder einen Galaktiker-Kampf ab. Und die haben sechs Pokémon. Das kann ein bisschen dauern, aber gut. Schön, dass wir uns einig sind, um welche Pokémon wir uns hier kümmern. Und das ist Level 39 für Chris, sehr schön. Ein Hund Duster. Und was haben wir hier noch? Ein Gliebbunkel. Okay. Ich würde sagen, ich kümmere mich um das Gliebbunkel. Mach du das Hund Duster. Ja, sehr schön. Wir sind uns wieder einig. Das Golbat kann ich wieder machen und ein Skunkapo. Ja, wenn du mit dem Knochenharz drauf gehst, kannst du das machen. Hey! Urs weiß genau, was ich will. Urs ist toll. So, zwei Galaktiker-Rüpel weniger. Aufhören, das reicht. Eure Kombination ist einfach nur krank. Ihr beide und dann eure Pokémon. Verschwinden wir, Partner. Nur sagst es, Kumpel. Wir wissen ja nicht mehr, wie der große Plan von Team Galaktik aussieht. Danke, du hast mir echt geholfen. Hör mal, ich habe hier ein Pokémon-Ei. Nimmst du es an dich? Oh ja, das will ich unbedingt haben. Ich möchte, dass du dem Pokémon, das in diesem Ei schlummert, die Welt zeigst. Die Zeit mit dir war wirklich unterhaltsam. Jetzt will ich meine Fähigkeiten aber an anderen Orten testen. Ich fände es schön, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen würden. Oh ja, das werden wir. So. Ich werde jetzt erstmal dieses Ei ausbrüten, weil das wird das zweite Pokémon in meinem Team sein. Großer Spoiler, da ist ein Riolu drin. Da haben wir hier einen Leuchtstein. Und einen Metallmantel. Gibt's hier noch was? Yep. Ja, habe ich. Okay, einen noch. Ein Nugget. Der Itemradar ist schon manchmal sehr praktisch. Und dann geht's hier nach draußen. Okay. Zurück nach Fleetburg. So. Ich werde jetzt hier ganz kurz die Aufnahme anhalten und ich brüte jetzt erstmal mein Pokémon-Ei aus. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin wieder da und das Ei schlüpft gerade. Da haben wir ein kleines Riolu. Und du kriegst jetzt erstmal einen Spitznamen. Bist du ein Männchen oder ein Weibchen? Ein Männchen. Das war mir irgendwo klar. War 7/8 Chance. Tut mir leid, Kadi. Ist nichts geworden mit dir. Okay. Du sollst heißen Sir Nicholas. Weil das Ganze aber nicht reinpasst.
Nennen wir dich einfach Nick. Ich brauche immer einen Nick im Team. Ein Nick oder ein Jake. Eins von beiden. So. Sir Nicholas. Was hast du denn? Ein Solo-Wesen. Das ist plus Angriff minus Verteidigung. Okay. So, ich mache jetzt gleich mal die nächste Offscreen-Aktion. Ich trainiere das, wie ich jetzt erstmal aufs Team-Level. Wir sehen uns dann wahrscheinlich gleich wieder, wenn ich euch dann zeige, was ich mit ihm gemacht habe. Bis gleich. So, ich habe es zumindest mal so weit gebracht, dass sich der kleine Nick entwickelt. Ich dachte mir, ich schalte mal ganz kurz an, weil ich euch das noch zeigen wollte. Damit haben wir jetzt einen Lucario im Team. So, ich trainiere ihn jetzt noch ein bisschen weiter. Der ist jetzt gerade mal Level 21, oder? Ja, 21 ist er. Und ja, seine Werte sehen inzwischen echt gut aus. Okay, ich bin dann mal wieder weg. Wir sehen uns dann wieder. Irgendwann mal. Entweder ich schalte ihn mal ganz kurz an oder in der übernächsten Folge dann. Bis dahin. So, ich melde mich hier noch einmal zurück. Ich habe den guten Nicholas auf Level 39 trainiert. Hat mittlerweile richtig nette Werte, gerade im Hinblick auf seine Angriffs- und Initiative-Werte. Attackenmäßig, ich habe ihm Finsteraura über eine Herzschuppe, also über einen Attackenerinnerer beigebracht und ich habe ihm die Erdbeben-TM gegeben, weil ich mir gedacht habe, die brauchen wir für sonst niemanden mehr. Ansonsten, ja, Aurasphäre ist ja mehr oder weniger sein Signature-Move. Ruckzuckhieb ist jetzt hier noch mit drin. Ich glaube, der wird demnächst jetzt mal verlernt. Je nachdem, ob er zuerst Level 42 erreicht oder ob wir zuerst die Stahlarena machen und die Lichtkanone kriegen. Ansonsten, ich bin hier jetzt wieder auf Route 200 und ich glaube 6 ist es. Ist auf jeden Fall schon eine Zeit lang her, dass wir hier mal waren. Ich kann mal zeigen, wo wir hier auf der Karte sind. Da 205 ist es. Wir sind hier bei Flori. Also liegt daran, dass wir hier noch die Feuerio-Hütte zu machen haben. Und ich habe mir gedacht, ich lasse den Koto jetzt einfach mal hier mit einem... Ich gebe ihm jetzt einfach mal einen Wink mit dem Zaunpfahl, dass wir dorthin müssen. Dort gibt es auch die TM-Flammenwurf. Die brauchen wir unter Umständen auch noch. Nicht unbedingt für Wupan, aber ich brauche sie für jemand anderen. Für das letzte Teammitglied, das ich noch hole, das allerdings erst sehr spät dazu kommt. Okay, ich beende hier den Part. Ich bin jetzt bei 33 Minuten. Ich habe gesagt, ich überziehe heute leicht, aber ich musste hier ein bisschen nachtrainieren. Also, wir sehen uns in der übernächsten Folge. Bis dahin, macht's gut!